Okay, mal schauen, was sie mit dem Bahnhof-Setting noch so anrichten. Könnte auch sehr cool sein. Reach, der Verbrecher war kein Doppelgänger von Satir, er war ein Gespenst mit einem weißen Laken. Oh no! Er ist uns erwischt, hat irgendwas von Brunhilde erzählt. Ja, okay, Mario weiß Bescheid. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel, was, warum auch immer ich da reingehen sollte. Zug hält hier, um die Tanks zu füllen, okay. Früher gab es unter der Zugbrücke einen wunderschönen Fluss, aber jetzt ist er ausgetrocknet und die Brücke ist nur noch ein, Zierte? Keine Ahnung. Jetzt dreht mir ein bisschen die Beine, das von dir zu hören ist schon ein Wunder. Oh, es gibt ein großes Problem, hör zu. Irgendein Finsterling hat die Zugbrücke geöffnet. Wir können nicht abfahren. Ah, die wollen uns aufhalten, wenn sie nicht nach Blatt Limmerich kommen. Im Keller ist der Raum, in dem sich der Schalter für die Zugbrücke befindet. Diese scheint diese Typen betätigt zu haben, aber da der Schalter schon zu lange außer Betrieb ist, kennt ihn keiner so genau. Ich müsste auch die Fahrgäste informieren, aber du könntest den Schalter doch bestimmt finden, Mario. Du bist doch Profi. Gut, mach mal. Ach, wirklich vielen Dank, bitteschön. Ich nehme hier den Bahnhofsschlüssel. Ah, so komme ich rein. Viel Glück, Mario. Ja, das werde ich brauchen. Ich mache wirklich für jeden die Drecksarbeit hier in dem Kapitel. Ich merke schon. Das ist ein Orden. Den nehme ich doch gerne mit. So, ein Fahrstuhl? Ja, ich muss ja irgendwie nach unten kommen. Ich will den Liftschlüssel zurück ins Kellerbüro bringen. Ah, ich brauche den Schlüssel erstmal. Na gut, mal schauen. Ah, da kann ich unten rollen. Genau, dann ist da ein Schalter. Sonst noch irgendwas. Noch mal ein Schlüssel, den ich brauche. Das Schlüsselrätsel hier. Drück mir einen Schalter und was passiert? Eine Treppe tut sich auf. So, Aruna kann diese Blätter wegmachen. Genau, und da befindet sich ein Eishoch dahinter. Ja, dann heißt zu helfen, würde ich sagen. Geht's für uns jetzt auch immer weiter nach oben. Oh, neue Gegner. Endlich, wir können kämpfen. Okay, interessanter Hintergrund, richtig bewacht. Und jetzt so, ja, gelbe Wolkengegner hatten wir schon im zweiten Kapitel mit Graue. Die haben mehrere Items. So, ein Donnerzorn, das kann gefällt werden, ne? So, wir werden auf jeden Fall auch bald ein Level abbehalten, weil ich vor dem Kapitel noch ein bisschen was erledigen musste. Habe ich hier und da im Untergrund Kämpfer, Gegner besiegt und deswegen kurz vor dem Level Up nochmal hochgelevelt. So, ein Schniffi. Die ist mit den Stratox eng verwandt, das sind glaube ich die aus dem zweiten Kapitel. Also müsste ich doch sicher nicht wechseln, oder? Ja, der eine ist gelb, der andere grau. 7 KP, Angriff 4. Sie greifen frontal an oder sie benutzen Elektroattacken. Boah, gefährlich. Und ja, wenn sie aufladen, soll ich sie nicht direkt angreifen, ne? Oh, was mache ich gegen die jetzt am besten? Wir haben echt gefährliche Items. Ich mache jetzt einfach mal direkt einen Power-Ring, dass die einfach mal weg sind. Ich weiß, weil ich nicht immer gegen die Gegner verwenden können, aber mit den Items, das hat der Donnerzorn, der macht mir Angst. Einfach schnell die Gegner jetzt mal wegmachen, ne? Ohne Probleme. Hier haben auch schöne Erfahrungspunkte. Das sollte das nächste Level abgeben, genau. Wir machen natürlich die Ordenpunkte mal wieder. Da passt ja die Sterne, die ganze Sau wieder aufgefrischt. Perfekt. Oh, Donnerzorn sogar bekommen. Okay, ich möchte mal den Ausweicher mal wieder aktivieren, weil ich den eigentlich recht gut gefeiert habe, aber längere Zeit einfach nicht reingemacht habe. Würde ich mal sagen, sowas wie ein Charge P, dass die sich auch mal ein bisschen aufleveln kann. Gerade für Bosskämpfe, glaube ich, ganz hilfreich. Ich kann ja immer auch die Orden wechseln. Sind halt einfach so beide Orden, nice to have, aber nichts, wo ich unbedingt bräuchte. Und wenn die jetzt nicht mal 1000 Items haben, die Gegner, ist das auf jeden Fall viel entspannter auch. Er ist sogar weggekontert, so muss laufen. So, was haben wir hier? Bisschen Getriebe oder was? Oh, es ist schon Jump One. Ja, ich merke schon. Hä? Warte, was ich machen sollen? So, ich probiere es nochmal. Ah, jetzt. Wirklich falscher Anfang einfach. Gut. Nein, runtergelaufen. Ey. Ach so, weil Blau gar nicht angeht. Verstehe. Jetzt aber. So, geschafft. So. Ach so, ich muss da jetzt unterrollen. Ich dachte gerade, kann ich da nicht einfach durchlaufen, ne? So, was haben wir hier drin? Nochmal ein Eishauch. Brauche ich unbedingt? Ich habe schon einen. Nee, nehme ich jetzt nicht mit. Na, scheint es auch irgendwie reinzugehen. Ja, da ist so hoch. Na, nicht geschafft. Mist, was ist sonst noch hier im Raum? Irgendwie hier so was Drehbares. In Sternspitze, aber ich muss halt an Höhe gewinnen, genau. So, springen wir mal los. Jetzt brauche ich Yoshis Hilfe, um am besten nach da oben zu kommen. Nein! Mann, dieses 3D in dem Game. Ich glaube, ohne Yoshi ist man da echt besser aufgestellt. Jetzt brauche ich unbedingt Yoshi. Aber auch, wenn das Tor hier auf ist. Genau, jetzt haben wir einen Schlüssel. Nicht für den Fahrstuhl, aber zumindest für das andere Zimmer dort. So, öffnen wir den. Was wird sich da drin befinden, ne? Außenbereich. Boah, wie die Sonne halt auch so übelst hier rein scheint. Gefällt mir. Oh, neue Pocky-Gegner. Verstehe. Können wir auf jeden Fall scannen. Da haben wir so unsere kleine Wüstenwelt oder Canyon-Wüstenabteil mäßig. So, Gumbrina, was kannst du mir hier über den sagen, ne? Ein Faul-Pocky. Faul-Pocky sind eine giftige Pocky-Art. 8 KP, Angriff 4 und können halt vergiften, ne? Also sie haben trotzdem Stacheln, ich kann nicht auf sie springen, auch wenn es so aussieht. Ich sollte mich auch nicht von ihren Lächeln täuschen lassen, das sind fiese Gegner. Hab ich auch eigentlich nicht vorgehabt.
Ja, Gumbrina macht halt wirklich keinen Sinn gegen so stachliche Gegner. Lieber Bardon, der ist ja auch schön geboostet. Macht 6 Schaden, das ist halt übelst OP. Okay, oh, das ist das Item, wo man doch KP klauen kann. Ja, das ist doch übelst geil, oder nicht? Nein, ich habe da echt so viele geile Items, muss ich schon sagen. Ja, komm, ich brauche den Eishauch nicht. Noch 3 von denen, das kann ja was werden, ne? Ja, weggekontert, let's go, funktioniert doch gut. So, anscheinend wird sich wohl nicht mehr viel hier befinden, ne? Jetzt wird es auch wieder im Außenbereich, oder? Scheint Sprite auch. Und wir diese Wolkengegner, aber auch mit Pocky zusammen. Bisschen nervig. Also vielleicht ist das Ding einsetzen, das Item, ja, ist halt schon geil, weil man KP klauen kann und 5 Schaden einfach mal macht. Ich meine, 5 Schaden sind jetzt momentan nicht mehr so krass, aber gerade am Anfang des Games, wo man sehr einen Bubu-Baum, glaube ich, kaufen konnte, ja, mies OP, oder? Fast gewonshottet auch. Oh, nicht wieder so ein Item mit Donnerzorn. Feier ich nicht. Was? Mach ich einfach mal die Powerbombe. Kostet halt sehr, sehr viel, aber tut halt alles auslöschen auf dem Bildschirm. Das ist halt mies OP. Oh man, sind das viele Gegner. Da hätte ich eher die Powerbombe einsetzen sollen, glaube ich. Weil eine Pocky wird es halt sogar überleben. Egal, machen wir nochmal. Den Lebenpilz hätte ich schon gerne gehabt. So, ja, muss ich ihn halt nochmal extra besiegen, ne? Ja, ich muss wirklich die Kämpfe hier genießen, wenn wohl die einzigsten im Kapitel leider sein. Was haben wir hier? Nochmal ein Ahornsirup. Oh, da oben ist so ein Herzorden. Boah, wie komme ich da ran? Hey, wie geht's weiter? Muss ich hier wieder was wegwehen? Oh Junge, das ist einfach ein Donnerzorn. WTL, was soll ich mit den ganzen Items anfangen? Muss ich mal anfangen einzusetzen, glaube ich. Schon schade. Ich werde den Donnerzorn aber wegwerfen müssen, ne? Da ist noch eine Tür dahinter, oder? In diesen ganzen Blättern hat er gesagt, da war längere Zeit niemand. Jo, wer bist du denn? Hab ich überhaupt gegen so einen schon mal gekämpft? Ich habe gegen einen Parakäfer gekämpft und gegen so einen Stachelgegner, aber gegen einen Parastachelgegner noch nicht, oder? Ja, tatsächlich. Weil was mache ich eigentlich gegen die, die fliegen und haben einen Stachel? Parapickelkäfer, genau, 5 KP, 3 Angriff, Verteidigung 4. Ja, sie spricht schon an, eigentlich kaum besiegbar. Ah, Items. Ja, ist ein guter Zeitpunkt jetzt mal. Ich habe ja den, Donnerzorn jetzt nicht mitgenommen, aber ich habe sowieso noch 2, die One-Hitten, die ja zum Glück auch. Und dann ist ja nur noch dieser Kaktus hier da, der nicht so Probleme machen sollte eigentlich. Ja, vielleicht ist auch mal der Orden gar nicht mal so schlecht, dass ich auch Stachelgegner anspringen kann, ne? Ich mal vielleicht mit dem nächsten Level ab mal reinmachen, ne? So, und hier habe ich jetzt nur eine Antwort, den Maxi-Beben, ne? Hier sieht so aus, als würde ich mich hier einrollen können, oder? Okay, interessant. Oh, es ist ein richtiges Labyrinth. Ja, da muss ich sogar so einen Jump machen, ne? Als ich Münzen folgen sollen. Ich glaube, ich hätte Münzen folgen müssen. Oh, man. Ja. Oh, da wäre es wahrscheinlich so viele Abzweige gegeben. What the hell, sind da viele Gegner unten, ne? Bestimmt das ein oder andere Item gewesen, wo ich holen könnte. Oh, das ist gerade mal einer, den ich jetzt besiegt habe. Na toll. Einfach ein Trockenpilz. Wow. Keins wert. Noch irgendwas? Ja, eine Brücke, die kaputt ist. Und da unten ist noch was. Keine Ahnung, was das für ein Item ist. Auf jeden Fall alle Gegner besiegen. Jo, es geht nicht in eine Party ab. Ultrapanzer von Kupio. So, da ist er erlaubt. Aber gut, fast finishen, okay. Also ist nicht so stark wie die Powerbombe von Bardon tatsächlich. Schade schon fast. So, jetzt komme ich da wieder nach oben, oder wie? Genau. Ah, dann kann ich einfach neu starten. Es ist doch wieder nochmal Weg gegangen. Ich dachte, da wird es jetzt einfach so weitergehen, rechts. Na gut, dann probiere ich da jetzt nochmal drüber zu springen. Hat nicht geklappt, na toll. Das ist sogar in Ordnung. Genau. Da ist einfach der Rückweg. Verstehe. Also ich muss jetzt einen Sprung schaffen. Dann gehe ich jetzt mal hier den mittleren Weg durch die Münzen. Dann komme ich auch hier an den Orden ran. Hör die Angriffskraft an 1 und zeigt die Verteidigung dafür um 1. Okay. Der könnte interessant sein. Oh Gott, wo wollte ich hin? Ich war jetzt den rechten Weg. Was wieder falsch war. Ich muss links lang. Oh, schön den linken Weg diesmal gehen. Das haben wir, glaube ich, auch alles gesehen hier in diesem Labyrinth. Das sieht doch sehr gut aus. Und da ist ein Superpilz. So, dafür habe ich auch wieder nur einen Donnerzorn als Antwort. Kann ich einen Superpilz auch mal mitnehmen? So muss man handeln. Okay, da ist wieder ein Schlüssel. Und irgendwie muss ich da hinkommen. So, eindeutig Yoshi, um nach da drüben zu kommen. Und dann? Feierabend erstmal. Hey, da komme ich gar nicht hin, ne? Das ist viel zu hoch. Okay, warte, was? Nochmal Goombas? Nee, oder? Okay, kann ich zum Glück one-shotten so? Nicht gut. Damit kann ich auch Hinweise hier machen. 1, 10, jetzt kommt 100 oder was? Nee, 3? Ihren Schalter drücken noch, oder nicht? Sehr, sehr verdächtiger Raum, muss ich schon sagen. 1, machen wir einfach 3 und dann 10. Nee. Der eine Schalter geht auf rot und die anderen nicht. Achso, ich muss wahrscheinlich so oft da draufschlagen, wo die Zahl draufsteht.
Und dann geht's. Okay, das ist Rätsellösung. Das war ja gefühlt voll einfach. So, wo führt mich das hin? Ein bisschen sass hier. Scheint aber nicht zu sein. Keine Ahnung, wie man in die Shinesprite reinkommen sollen. Obwohl mit Kupio vielleicht. Ja, genau, damit geht's doch. Und da ist eine große Uhr. Warte mal, da waren auch immer nur so Upgrades drin. Ja, tatsächlich. Einfach Ultrastiefel erhalten. Richtig random. Oh, hallo, ich bin Toadette. Schön, dich zu sehen. Du hast die Ultrastiefel erhalten, ne? Damit wird meine Angriffskraft im Sprung nochmal erhöht. Das gefällt mir doch. Wenn du A gedrückt hast und mich drehst, führst du einen Ultrasprung aus. Ja, ich merke schon so eine wie Sprungfeder. Und dann kann ich mich an diesen Dingen ranhängen. Ja, das habe ich schon mal im roten Untergrund gesehen. Und auch hier im Kapitel. Gerade eben, am Bahnhof. Ich kann auch im Kampf verwenden einen Ultrasprung. Okay, das hört sich interessant an. Ah, jetzt funktioniert das. Boah, ein bisschen weird. Ey, ich finde es übelst schwer zu aktivieren. Ich muss schon sagen, ne? Jetzt, boah, hä? Ich muss irgendwie herausfinden, wie das richtig geht. Okay, jetzt. Ich glaube, ich habe es auch mit der Sprungphysik gecheckt. Okay, die ganze Zeit einmal springen und dann gedrückt halten. Dann kann man so wirbeln. Verstehe. So, gehe ich runter. Dann kann ich in den Bereich. Genau, habe ich es ja schon mit Yoshi einmal rüber geschafft. Und diesmal kann ich mich auch oben entlang hängen. Ja, damit muss ich mich noch ein bisschen anfreunden, bis ich das richtig check. Und vor allem diesen Balken darüber, was es darstellen soll, komme ich halt auch nicht weiter. So, das kann ich schon mal kaputt machen, ne? Im richtigen Moment in der Landung halt auch so mich wie eine Sprungfeder halt rumwirbeln. So, Liftschiff erhalten, ne? Ja, kann ich so auch irgendwie an diesen Orden ran, ja, oder? Ja, es müsste ja irgendwo hier sein, aber komme ich nicht so ganz ran, ne? Ah, hier ist auch nochmal so eine Einkerbung, da komme ich runter. Lol, okay. Auf jeden Fall so ein KP-Plus-Ebene. Okay, dann ist dann der Zeitpunkt, in den Keller zu gehen. Wenn der Aufzug so alt ist, eigentlich würde ich nicht so gerne damit benutzen, vor allem wenn der so runterrast wie ein Verrückter. Aber na gut, Mario hat so überlebt. What the fuck, was geht denn da ab? Ist Fussis oder so? Oder eine andere Art davon? Mario, schau dir diese Viecher an. Ja, ich sehe es. Unkraut. Komm, wir verjagen sie und suchen den Schalter dann. Okay, werde ich wohl dagegen kämpfen müssen, ne? Oder einfach wegschlagen? Weiß nicht. Ist da der Schalter da drunter? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall mit Hammerschlägen komme ich da ganz gut durch eigentlich. Naja, da wirkt es aber jetzt nicht so gut tatsächlich. Einfach Spam, doch es werden immer weniger. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Ah, doch, da war der Schalter da drunter. Ah, verstehe. So, bewegen wir auch. Macht eine Treppe auf, okay. Das ist der richtige Schalter jetzt, oder wie? Na gut, drücken wir den jetzt auch noch. Damit tut sich die Zugbrücke einfahren. So muss doch laufen. Aber echt komisches Zeug. Vor allem, wir haben jetzt nichts dagegen gekämpft oder irgendwie was. War jetzt einfach weg oder wie? Naja, sehr, sehr verdächtig, wenn ihr mich fragt. So, einfach dagegen stoßen. Kommen wir an den Orden ran. Das ist Tu mir nichts P. Den haben wir, glaube ich, schon oder öfters schon im Laden gesehen. Die sehen irgendwie alle ähnlich aus. So, was ist das mit dem Boxenstopp hier? Können wir weiterfahren? Vielen Dank. Wir können abfahren. Let's go. Es wird dunkel. Hey Bomber, ich bin's Marono, ich habe einen Brief erhalten. Ah, ja, stimmt. Er ist immer in der zweiten Arena und hat nichts geschafft. Oh man. Egal. Wir haben eine Zugfahrt vor uns. Bald wird es einsteigen. Genau, ich bin der Letzte. Die Fahrt geht weiter. Das sollten wir auch eigentlich nichts mehr zu befürchten haben, oder? Die Bombe ist ja entschärft. Also können wir vielleicht Bad Glimmerich an, oder wie sieht's aus? Da geht der Fahrgäste bitte kurz um ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen, ne? Dritter Reisetag. Oh, letzter Tag hier. Ja, von dieser Horrorzugfahrt schon fast. Ah, die Bombe aus der Kuh damals auf der Insel Corsaria. Das sagt, dass sie echt kein schlechtes Leben hat auf der Insel. Ja, schön, dass man immer wieder so Briefe bekommt von den ehemaligen Charakteren. Also, sie reißen einen schon ein bisschen aus der Story raus. Ey, wo sind denn die ganzen Fahrgäste? Ich wollte ihr jetzt eigentlich den Goldring geben. Oh, Mario, das ist heute nicht ein ruhiger Tag. Was ist das? Scheiben klebt Dreck dran, ja. Oh, no. Junge, wir haben die mitgenommen, oder was? Hier sind diese Gestalten von gestern aus dem Bahnhofskeller. Die haben sich an den Zug angehängt. Ja, wir hätten die echt richtig erledigen sollen und nicht so halbherzig einfach nur verscheuchen, ne? Wir müssen zuerst schauen, wie es den Fahrgästen geht. Halt die Stellung. Mario, kannst du nach dem Rest des Zuges sehen? Ja, ich wollte eigentlich nur mein Zeug abgeben, wo ich noch habe. Aber das geht natürlich nicht. Oh, die hängen halt wirklich überall dran. Scheiße, Drake. Ja, wo sind denn eigentlich die ganze Kiste, wenn ich mal fragen darf? Irgendwo müssen die doch sein. Schön, dass das dem Ladenbesitzer gut geht. Ey, komisch, selbst hier hinten ist nichts mehr los. Ah, jetzt sind die ganzen Viecher. Und hier sind auch die Gäste. Oder diese eine Frau zumindest, ja. Und der Bahnhofsbesitzer. Ja, da gab es diesen Eingang. Ist da jetzt rein oder wie?
Ja, schmeißt mir die erstmal raus hier alle. Genau. Alle weg mit euch. Mario. Bei die Leute. Aber schlag ihn noch bitte nicht in die Fresse. Aua. Der eine schlag ihn daneben, sorry. Dann den Zugbegleiter, schnell hilf ihm. Ich hätte noch diese Muschelohrringe, bis wir die nicht haben, so langsam. Nee. War schlechter Moment. Schade. Okay, jetzt verschwinden die alle, zum Glück. Aber wir sind nicht hier reingekommen, ist doch alles zu, oder? Also muss es irgendeine Öffnung geben. Danke, Mario, für deine Hilfe. Als wir schliefen, kamen diese Dinger. Alter, das will ich nicht haben, wenn ich schlafen muss. Warte, wo schlafen eigentlich die Angestellten, wenn ich mal fragen darf? Ist ja kein Zimmer für die frei oder so. Und die haben alle Fahrgäste in der Gewalt, oh je. Ja, schwierig. Achso, ich kann jetzt da hochhüpfen, genau. Ja, so komme ich nach oben. Schön den neuen Move getestet. Da komme ich echt nach draußen zu diesen Viechern auch.